Nee, hier sind wir nicht gewesen, hier ist eine Treppe hoch. Ah, okay. Leute, dann herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Raft mit Red. Wir gehen jetzt hier die Treppe hoch und schauen, wie es hier weitergeht in diesem Gebäude-Dingens. Oh, wir sind drin! Wir bleiben drin! Aber... Alter, sieht das schön aus! Guck mal, hier sind Roboter! Wollen wir jetzt nicht einfach hier leben und einfach hier bleiben? Aua! Ah, der bringt mich um! Aua! Ich bin fast tot, mein Gegner! Hä, was ist mit dir? Oh. Ah, oh, der ist tot. Leute, ich habe eine Schlüsselkarte. Ich habe ein bisschen Angst vor denen, ne? Oh ne, hier ist noch einer. Wie killt man diese? Oh Gott, Alter, die haben einen Taser. Die Tasern, ah! Wie kann ich den töten? Wasser! Ich bin fast tot, ich bin fast tot. Oh Gott, ich auch. Oh mein Gott, machen die viel Schaden, Alter. Oder was ist mit dir? Ich bin ein Mensch. Oh, ein Steinfall. Guck mal, ich kann die ganzen Bäume hier abbauen, Alter. Ja, ich hab's vorhin gemerkt, Alter. Ich hab ein bisschen mehr Axt. Hab ich keine Samen, deswegen lass mich die erstmal stehen. Meine Axt ist kaputt. Ja, perfekt, Digga. Meinst du, die wachen wieder auf? Error. Ja, hätte ich nicht gedacht. Komm, wir erkunden hier mal die Häuser. Guck mal, wenn ich hier eine Schlüsselkarte ausgeben. Benutzen. Oh, hier ist ein Fahrstuhl. Cool. Ah, die Musik, Alter. Alter, das gibt direkt Vibes für Dings, Luigi's Mansion 3. Und diesen Klingeln, schön, schön. Wow, oh, wie schön, ich mach die Tür wieder zu. Oh mein Gott. Das ist eine Ratte. Ja. Digga, wie luxuriös die hier gelebt haben. Ey, komm, das ist einfach hier unsere Wohnung. Wollen wir jetzt nicht einfach hier zusammen hier wohnen? Auch alles so richtig vergoldet und alles. Oh ja, wie gesagt, das ist halt unser Haus. Alter, guck mal, das Badezimmer, oh mein Gott. Lol. Kann man, glaube ich, nach oben, oder? Alter. Ah ja, ich mach grad Jump'n'Run über die Klimaanlage, jetzt bin ich auf dem nächsten, ich bin hier auf dem Dach, Leute. Hey, wie geil diese Stadt hier ist. Michael, komm mal auf das Dach mit. Hey, lass mal zusammen in der Stadt leben, Alter. Huch und zurück. Oh, da ist zu schade. Ne, das hinten ist zu, leider. Ja, auf der anderen Seite. Nicht unten, komm, wir gehen aufs Dach. Ja, ja, hier geht's lang. Ach so, ja gut. Ah, hier brauchen wir eine Machete, mein King. Och, die habe ich jetzt vergessen. Ja, guck mal, da hast du Klebeband, die man nur mit einer Machete aufmachen kann. Hast du einen Bolzen oder Metallbarren? Nope. Ich habe jetzt einen Metallbarren gefunden. Oh mein Gott, diese Schreie hier. Ich habe die Ratte umgebracht. Achso, das hast du, natürlich. Alter, die Küche ist... Hä, diese Häuser sind so geil. Wir brauchen noch 3 Klebeband für den Keller, also wir brauchen noch 2 Klebeband jetzt. Okay, ich habe eins gefunden. Oh Leute, Geld. Ja, man findet die ganze Zeit so ein bisschen Münzen. Ein Verkaufsautomaten-Token. Ah, genau. Ey, ich finde diese Häuser echt geil gemacht, Alter. Ich auch. Also Props genau. Alter! Oh mein Gott! Ja, hier ist ein Badezimmer, das ist riesig. Ja, ne, die Badezimmer sehen richtig krass aus. Wo bist denn du? In einem Haus? Ich habe actually keinen Plan. Hier ist ein Künstler scheinbar. Ich fahre schon wieder nach unten. Ah, hier könnte ich jetzt mal das Zipline-Tool benutzen, aber egal. Ich bin jetzt wieder mit dem Fahrstuhl in die Null gefahren. Och, jetzt muss ich ihn wieder hochbestellen. Schick. Oh, was mit, oh, nee, der Roboter lebt wieder! Ah! Vielleicht ist es einfach ein anderer Roboter? Nee, nee. Das ist genau der, wo wir vorhin reingegangen sind. Ah, okay, dann ja. Den erkenne ich wieder, Digga. Er sucht jetzt nach Rache. Hallo, guten Tag. Wieso kann der... Oh, dieses Golfkart, lol. Wieso geht's ihm jetzt wieder gut? Wir haben dem doch seine Schlüsselkarte geklaut. Ja, das ist ja nur die Schlüsselkarte. Kommt es einfach nirgendwo mehr rein. Ja, aber der ist ja dann... Der hatte ja dann Error. Ach, guck mal, ich bin neben dir. Hallo. Ach, hi, na? Schöne Stadt hier, in der wir leben. Also, weißt du, eigentlich brauche ich... Eigentlich vermisse ich die Idee gar nicht so krass. Können wir eine Machete auch kaufen? Dann lass doch eine kaufen. Dann müssen wir nicht zurück aufs Raft erstmal gehen. Aber wir haben 10 Token. Hier von der anderen Seite mal Schluss. Ja, also wie gesagt, ne, von mir aus muss man nicht zurück aufs Schiff, von mir aus kann man hier einfach chillen. Digga, als ob die einfach mit diesem Ding hier gefahren sind. Hä? Lol. Oh, hier ist ein Roboter. Hä, was macht der denn da? Der tanzt.
Komm, wir biegen einfach hier ab. Boah, Alter, Schelle. Boah. Wir müssen es abwechseln. Ah. Guck mal, da kommt er nicht hinterher. Oh, oh, oh. Also beruhig dich. Oh, ich triff ihn nicht. Aha, Loser. Oh, Plastik. Geil. Oh yeah. Schon wieder die 8, Digga. Warum fahren wir immer die 8? Wahrscheinlich haben die einfach nicht mehr Knöpfe gemacht. Ey. Ja, es gibt nur einen Knopf in die 8. So, Haus in ja. Unser zweites Haus. Ja, genau. Wir haben uns natürlich noch eine zweite Wohnung gekauft. Block in unserer neuen Wohnung hier. Alter, die ist echt groß, in unserer, ne? In unserer zweiten Wohnung. Ja, genau. Die neue WG. Guck mal, hier brauchen wir schon wieder eine Machete. Wir haben jetzt noch einen Token gefunden. Lass nochmal runtergehen. An dem Automaten uns eine Machete kaufen. Und Spam, dann bringt das was? Machen wir das hier um. Da haben wir ja alles auch mit Klebeband so zugekleistert. Na, richtig asozial. Ja, wirklich. Wie wenn man Klebeband nicht einfach so wegmachen könnte. Ja, ist halt so. Ah! Nee, der ist tot. Ah, nee, doch nicht, oh Gott. Ja. Nee, Klappe zu, Affe tot. Boah. Hä? Oh. Der hat uns aber beide weggetreten. Ja! Boah, Alter. Ja, Loser. Komm, auf zu den Automaten. Aber diese Hundes... Hä, was ist die Messer von Hund? Hunde? Hunde. Hunde. Diese Hunde sind aber auch schnell wieder aufgeladen. Oh nee, die sind aber auch schon wieder einer. Oh Gott, der schoss irgendwie nach dir. Oder irgendein Item ist dir nachgeleckt, keine Ahnung. Wir hätten doch Rucksack kaufen können für 5 Dollar. Ja gut, jetzt habe ich eine Machete gekauft. Egal, einen Rucksack können wir als nächstes. Ja. Ich habe jetzt eine Machete. Hier nicht. Ja, weil du keine Tokens mehr hast. Wir haben keine, nur wir sammeln zusammen Tokens. Komm mit, Mike, wir gehen jetzt nochmal in das Haus. Richtig, also wir haben noch einen Token, haben wir noch. Komm mit. Ich komme. I'm coming home. Oh, der noch schläft er. Er schläft noch. Ich weiß nicht, ob der schläft. Können wir ihm noch eine Schelle geben, damit der länger bleibt? Nee, besser nicht. Boah, Alter, boah, war das knapp. Die hätte ich fast eingeklemmt, die Tür, Digga. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, was dahinter ist. Wahrscheinlich einfach gar nichts. Ja, das wäre so geil, einfach so. Wow. Nicht schlecht. Oh, ein Tresor. Oh, ein Klebeband. Aber Bolzen und so Kram. Geil. Okay, dann können wir in den Keller zurück. Juhu. Na, jetzt die ganzen Holz abklappern. Aber in den Keller ins Erdbeer. Prank, wir gehen hoch. Hoch. Alter, ich drück doch hoch. Ja, so nicht, mein Freund. Oh nee. Der Bree ist wieder am Start. Dummer Hund. Notice. Ja, perfekt. Ah, guck mal hier. Im Friseur. Oh, gehen wir zum Barber. Ja, ist auch zu. Ah, schade. Ich wollte jetzt eine neue Frisur mal machen. Oh, guck mal, da drüben ist noch eine Tour. Eine durch. Nein. Oh, oh, hier gibt's die 4. Yay! Yay, die Hälfte von 8. Oh Leute, das ging ja schnell. Logisch, ist ja auch nur die 4. Boah, hier ist wieder Klebeband. Zack. Hä, hey, was brauchen wir denn so viel Klebeband, Alter? Boah, keine Ahnung, also ich brauche im Keller noch auf jeden Fall mehrere Sachen. Oh, noch ein Tresor, Digga. Oh, hier sind... Ich kann Sachen nicht mehr mitnehmen. Scharnier, mein Inventar ist voll. Hier, das schmeiße ich weg. Ich finde irgendwie einfach nichts. Hallo? Waren wir hier schon? Alter, diese Möbel sind ja auch alle zu. Hast du gerade was gegessen? Ja. Das hat man einfach so hart gehört. Es schallt richtig. Es halt, die Wohnungen sind doch nicht so praktisch für uns, Mike, wenn es halt. Ja, true, aber das ist halt einfach auch, weil gerade niemand hier in der Stadt ist, ne? Deswegen halt in unserer Wohnung? Ja, keine Ahnung, Alter. Physik oder so. Ich hab 6 Bananen. Ja, schade. Oh, eine Banane. Stimmt, wir können einfach Bananen jetzt essen. Wir können auch Bananen anpflanzen, genauso wie Erdbeeren. Oh, ich will jetzt erstmal diesen Smoothie trinken. Guck mal, hier ist ein Exit. Hier ist ein Ausgang nach außen. Da kann... Das können wir, glaube ich, aufmachen, ne? Eigentlich ah, ja. bis auf die Leere und... Oh. Alter.
Na, guck mal, da gibt's so eine Flugzeugnotrutsche. Ja, geil. Geil. Bis auf die Leere hier in den und Keller rennen. Ja, bis auf die Leere hier und die Roboter gefällt es mir hier eigentlich ganz gut. Ja, ein bisschen einsam, aber. Ansonsten. Ja, wie gesagt, und bis auf die Leere. Hier ist auch wieder ein Flo. Da oben rennt schon wieder einer von denen, guck mal. Ja. Komm, muckst du? Muckst du, suchst du Stress? Sociality, Alter. Ach Gott, der kann mich auch da oben treffen. Alter. Klar, dass er von beiden Seiten weggemobbt wird. So ein Lappen, Alter. Guck mal, hier ist nochmal. Oh, das sieht doch heftig aus, das Haus hier. In dem ist eigentlich unser Hauptgebäude, Leute. Oh, und 12, oh. 14, Junge. Oh. Ja, im 14. Stock wohnen wir, Alter. Die sind sogar an der richtigen Stelle angebracht. Der ist am 14. Knopf auch angebracht. Also du sitzt gerade ernsthaft abgezählt? Ja. Alter, du hast so keine Hobbys, ne? Ich hab sogar Musikgebäude. Ah, das ist ein Bürogebäude. Aber wir sind Bürogebäude. Alter, muss ich jetzt hier bei jedem Dingens durchgehen? Ach Gott, da hat überall noch Schubladen. Oh ne, und eine Ratte. Nee, ciao. Geh doch nicht arbeiten. Boah, was ein... Alter, was ein riesiges Badezimmer. Junge, wir haben so richtige Kabinen. Boah! Ich bin eine Ratte schreien. Moin! Dummes Vieh, Alter. 50 Ratten getötet, lol. Oh. Ich kann die irgendwie nicht aufsammeln. Doch jetzt mal. Nee, hä? Irgendwie doch nicht. So. Boah, das ist das Büro vom Chef, von mir eigentlich. Nee. Und wo ist das Büro von Red? Weil es hat, glaube ich, zwei Chefbüros. Jetzt die Kaffee. Das ist unser gemeinsames. Das sind unser Mitarbeiterbüro. Ja. Hier, Leute, hier sitzen Red und ich und hier arbeiten alle unsere Cutter. Die arbeiten alle an einem Video. Ja, ja, alle gleichzeitig irgendwie. Ja, ja. Ah, mir juckt am Ellenbogen. Hilfe. Hilfe. Komm wieder auf in die 14. Oh Gott, Alter, das machst immer so knapp zu. Guck mal, zwei Etagen höher. Oh, ein Billardtisch. Lass. Yo, Michael, komm, ich lade dich auf eine Runde Billard ein. Oh ja. Können wir spielen? Ah, ah. Das ist so funny, wenn man wirklich spielen kann. Oh Gott, wie gehst du jetzt auf mich, Ratte? Ich hab dir nichts getan. Alter, du bist so ein Wix-Ratte. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich soll ein bisschen aufpassen, maybe. Pass auf, nicht, dass du stirbst, sonst muss ich dich zum Raft tragen. Echt? Komm her! Ach so, ins Bett, stimmt. Missgeburt. Ich bin einfach in jedem Spiel in PvP einfach scheiße. Ja, vor allem PvP, als wäre dieser PvE einfach so Spieler. Alter, hier ist noch unser Sitzungszimmer, Leute. Hier auf dem Whiteboard spielen wir immer unsere Videos ab. Hier gehe ich immer kacken. Am liebsten in diese Kabine hier. Komm mal hier, wir fahren wieder runter. Okay. Ja, ich weiß, ein bisschen, oh Gott, ein bisschen minimalistisch angelehnt unser Büro, aber ey, es läuft. Unsere Stadt. Unsere Stadt, ja. Wir sind egal. So Geschäft der Stadt hier. Ja, ja. Man könnte meinen, wir sind größenwahnsinnig, sind wir aber nicht. Hey, absolut nicht, also ich weiß nicht. Wir also, sind nur sehr kreativ. Sollte doch eigentlich jeder haben, so ein großes Büro mit so viel. Das ist so eine Stadt. Also wer das nicht schafft, also einfach low, ne? Ja, irgendwie schon. Guck mal, hier ist noch ein neues Haus. Oh! Ha! Oh, 11 und 13. Alter, 11, oh nee, 13. Gehen wir besser in den 13. Schluck. Da sind so 700 Ratten, die uns instant fetzen. Ja, ist so. Und ein Flugzeug kommt hier reingeflogen so, in den Tower. Weißt du, wie so in Minecraft, wenn du auf einem Plot so in so einem Glasgehege so übel viele Dinger reinspawnst und dann dort einen Glaserblock abbaust und das in 10.000 Richtungen fliegt. Genauso ist das bestimmt dort in den... In Alter, wie mit den Chicken, wenn du so Eier spammst, ne? Ja, genau, genau. Und dann wie... Hier ist die Machete, brauch ich hier. Oh, hier ist mein persönliches Schlafzimmer. Oha, was soll voll der Flatscreen, Digga. Hallo. Oh, Badezimmer. Boah, ich habe auch immer so Smoothies an meinem Klo stehen. Ja, ist auch wichtig, hä? Kannst du schön oben rein, unten raus. Auf in die 13, da gehen wir rein und dann spammt sich der Fahrstuhl bestimmt mit Ratten voll. Er spawnt einfach die ganze, der füllt sich mit Wasser oder so. Ja, und wir gehen einfach unter. Hallo? Ja, denke ich, hallo, auf die Ratten. Irgendwie doch. Alter, hier ist so ein grüner Dings. Bei mir braucht man wieder die Axt, also die Machete. Die Axt, also die Machete. Oha, Mike, ich habe ein Schlafzimmer gefunden, aber hier ist eine kaputte Scheibe. Ich glaube, hier können wir dann raus und einen Jump'n'Run machen, warte. Komm mal erst zu dir. Alter, dieses Badezimmer. Ist einfach, boah, das ist doch dein Raum hier, einfach alles grün.
Ja, wirklich. Das ist mein Raum. Oh, ein Tresor. Oh. Biokraftstoff, Digga. Richtig. Oh, ich hab den mitgenommen. Ja, mein Inventar ist voll, deswegen. RIP. Komm mit Mikey jetzt auf in mein Schlafzimmer. Das ist meine Wohnung hier auf der anderen Seite. Guck ja, mal, wir wohnen auch vis-à-vis voneinander. Boah, geil. Guck mal, und hier geht's raus. Und das ist ein bisschen sus, du hast irgendwie genau gleich eingerichtet wie ich. Alter. Oh Gott, da warten die Ratten. Ich geh aufs Dach hoch. Ah, Leute, hier können wir mit der Zipline rüberfahren. Komm mit, mein King. Das heißt, wir quitten die jetzt, ne? Tot. Ja. Komm, wenn man hier runterfällt, ist man dann Fallschaden tot, glaube ich, ja. Oh, Alter, das ist ja bei uns, ja. Oh mein Gott. Komm mit, mein King, hier liegt Sachen. Ah, Leute, hier gibt es wieder ein anderes kaputtes Fenster, wo man rein kann. Alter, Bruder, was ist das denn? Einbruch in unser eigenes Haus. In unser Büro hier. Hey Leute, hier sind noch Büro. Die Türen. Waren wir hier schon mal drin? Ach, da waren wir hier schon. Ich habe das auch nicht gesehen, lol. Ja, ich auch nicht. Aber guck mal, von der Seite hätte uns das auch nichts gebracht. Hä? Aber hier sind so Gemälde. Ein Gemälde. Ah, ja, hier ist der ein Whiteboard hier. Ein Gemälde. Ah ja, das ist hier. Ein Schau. Ist ja lächerlich. Ich dachte, das ist jetzt richtig krasser Stuff. Hallo, ist noch war wohl nix. Oh, jo. In welcher Etage sind wir? 12, oder? Ja. Die 14, 13, 14. 14. So. Lol, Leute, habt ihr das gerade gesehen? Nee. Man konnte mit. Ja, klar. Man konnte sich mit dieser Außenkamera. Also mit diesem F3-Modus konnte man einfach durch die Wände sehen. Also durch den Fahrstuhl noch hinaus. Das war lustig. Komm, lass mal hier runtergehen. Hier waren wir bestimmt noch nicht, oder? Ah doch, hier waren wir schon. Scheiße. Ach scheiße, wir laufen in die falsche Richtung. Alter. Wollen wir bei dem nächsten Haus. Oh Gott, da kommt wieder so ein Spastenroboter, der uns tasern will. Oh Gott, ich hab ihm noch so eine Schelle gegeben. Ich hab ihm eine Schelle gegeben und übertrieben. Wieso ist hier noch einer? Alter, die rasten völlig aus. Die haben alles hochgefahren jetzt. Alter, der Taser dich richtig weg. Komm, lass mal ihn noch aufmachen und erstmal rausgehen, dann kommen die bestimmt nicht hinterher. Ich weiß nicht. Oh, er kommt, mach auf! Hä? Oh. Ist irgendwie in die andere Richtung wieder losgelassen. Tschüssi! Ich hab ihm noch eine Schelle mitgegeben. Jetzt kommt er auch so runter. RIP. Aber wir sehen unser Raft nicht, das ist genau auf der anderen Seite. Ja, perfekt. Ja, warte kurz. Das soll hier die Folge werden. Ja, genau, wollte gerade sagen, hier. So, jetzt kann ich hier nämlich so und diese Taste drücken. So, Leute. Wenn es euch gefallen hat, diese Folge, ein bisschen chaotisch war, aber es ist sehr ereignisreich. Wir haben euch mal alle unsere Häuser, unsere Stadt und unsere Büros gezeigt. Ja, genau. Alle noch nicht, alle, meine ich. Alle doch noch nicht. Ja, stimmt, alle noch nicht, aber die meisten. Fast alle. Ja. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, aber schon unbedingt in die Playlist, schaut bei Red vorbei für die nächste Folge. Und dann würde ich sagen, war's das. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Ciao.